Ich gehe davon aus, dass immer noch das Hauptqualitätsproblem von Solaranlagen in der mangelhaften Verarbeitung, Montage bestehen wird. Das ist dann alles von der Frage der Montage an die Unterkonstruktion, Verklammerung, aber auch eben die Verkabelung und immer häufiger auch nicht zusammenpassende Komponenten. Also das sind wohl die wesentlichen Punkte. Es kommt öfter vor, aber ich schiebe eigentlich weniger auf die Hersteller. Die Hersteller beschreiben ihre Produkte manchmal nicht so gut, wie sie es müssten. Aber da haben wir noch kein Regelwerk zu. Und in dem schnelllebigen Markt, den wir haben mit vielen neuen Produkten, ist das auch schwierig durchzusetzen, dass die Produkte so beschrieben werden, wie sie wirklich sind. Wir haben gestern viel darüber gehört in den einzelnen Boards hier, in Boardqualität auch. Es ist einfach schwierig, genau zu sagen, was drin ist, insbesondere wenn teilweise Hersteller das ein und dasselbe Produkt in zwei verschiedenen Fabriken herstellen lassen mit verschiedener Rezeptur. Er soll erstmal genau regeln, welche Module, welche Wechselrichter, welche Kabel, welche Stecker, welche Unterkonstruktion er haben will. Das ist komischerweise immer noch nicht so, dass das immer geregelt wird. Da wird oft irgendwas geregelt oder vergleichbar. Und dann kommt da irgendwas und es entsteht häufig Streit darüber, ob das wirklich gleichwertig ist oder nicht. Und ansonsten kommt es darauf an, was für eine Anlage Sie haben. Es gibt Leute, die sehen ihre Anlage, die wollen die Anlage auch aus optischen Gründen in bestimmter Weise haben. Dann sollten die selbstverständlich diese optischen Punkte, die Aufbauart, die Ausrichtung der Module exakt regeln. Es gibt ja auch die farbverändernden Module, die so ein bisschen scheckig aussehen. Absolut kein Leistungsverlust. Ohne eine Regelung darüber könnte es sein, dass es dann nicht als Mangel durchgeht. Nach dem bösen Boom von 2008 bis 2011 sind sehr, sehr viele schlechte Montagefirmen wieder aus dem Markt. Also erstmal die, die überlebt haben, werden langsam geübter und besser. Wir sind noch nicht am Ende der Gewährleistungsdauer von den Anlagen, die 2012, 13, 14 gebaut worden sind. Deswegen kann man es auch noch nicht so genau sagen. Insgesamt habe ich das Gefühl, dass neue Anlagen qualitativ besser sind, geübter montiert sind und besser ausgelegt sind als noch vor ein paar Jahren.